Es ist jetzt wohlgemerkt nur ein Test. Ich will erstmal sehen. Ja, er gräbt genau auf der falschen Seite. Das riecht mein nach Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Ja, das habe ich mir gedacht. Mein Herr? Genau, das ist nämlich die falsche Verwendung. Das habe ich schon eure gedacht. Befehle? Mir schon gedacht. Was ist los? Bin zur Stelle. Das ist leider nicht möglich. Ja, in Bewegung. Das ist leider nicht möglich und bleiben stumm Rücken stehen. Aus. Geil. Sowas liebe ich. Ja. Ziel angepeilt. Achtung! Warum bleibt ihr stehen? Ja. Kurzer Prozess. Habe ich mir schon gedacht. Waffen geschultert. Es ist, wie gesagt, nur ein Test. Mittlerweile kennt ihr das ja. Ich muss immer erstmal neu starten. Weil ich will erstmal wissen, wie seine Verteidigung aufgestellt ist. Und ja, es muss sein. Ich muss es wissen. Je mehr Informationen ich habe, desto besser. Ja, unsere Bogenschützen taugen überhaupt nichts. Waffen geschultert! Weil ich will wissen, wie ist die Verteidigung des Gegners, wie ist unsere Verteidigung, wie lange halten sie durch und so weiter. Das ist wichtig, das muss ich wissen. Ja, und die Tunnelgräber hätten sie sich sparen können. Also mir wäre Katapult lieber gewesen, sag ich wie es ist. Eure Lordschaft! Im Laufschritt. Sie sind Geschichte. Nee. Ich fürchte, wir können die Armbrüste nicht direkt angreifen. Zur Stelle. Ja, Herr. Das wird schwere Verluste geben. So oder so. Das wird richtig üble Verluste geben. Da hat er auch noch drei stehen, Alter. Wie soll ich den fertig machen? Also ganz ehrlich, ich bin lieber Verteidiger als Angreifer. Sag ich, wie es ist. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Keine Ahnung. Bogenschützen bereit. So klang ich vorhin übrigens auch schon. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Womit kann ich dienen? Und man sieht ja, ich hab's geschafft. Nennt ihr euren Wunsch? Aber da ist wirklich... Da ist wirklich mein Know-how begrenzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das handeln soll. Ich würde eigentlich sagen, direkt durchs Tor. Weil er hat hier so viele Armbrüste stehen. Das sind eigentlich schon zu viele. Mein Herr? Na endlich. Viel zu viele. Bewegung! Na los! Also am schwächsten ist seine Verteidigung wirklich hier unten. Hier ist sie am schwächsten. Da hat er zwei Bogenschützen und eine Armbrust stehen. Also das können wir noch am ehesten knacken. Aber das wird auch heißen wahrscheinlich, dass wir die Betriebe zerstören werden. Unfreiwillig. Eure Befehle? Weil ich kenne ja meine Leute. Meine Leute machen alles platt, was sie nicht platt machen sollen. Und das, was sie platt machen sollen, machen sie natürlich nicht platt. Ist ja klar, wie es ja logischerweise nicht der Fall sein sollte. Ja, muss es. Bin zur Stelle. Was gibt's? Auf ins Getümmel. Außerdem hätten unsere Leute hier den Bonus. Aber ich weiß nicht, ob das den Unterschied so groß macht. Kann ich nicht sagen. Also Belagerung ohne Belagerungswaffen ist echt schwierig. Also ich bin kein Freund der Tunnelgräber. Ja, auch wenn das irgendwo interessanter Denkansatz ist, aber ich bin lieber ein Freund von Belagerungswaffen. Ja. Belagerungswaffen direkt in die Fresse. Wohin gehen wir? Bogenschützen bereit. Das ist eher mein Favorit. Allzeit bereit. Schönes Katapult oder eine schöne Trebuchet und zack ist die Mauer weg. Mein Bogen das geht ist ganz euer. Schnell. In Bewegung. Rücken aus. Womit kann ich dienen? Ich habe mein Herz. Was wünscht ihr? Und er geht mir viel zu sehr meinen Leuten auf den Keks. Pfeile bereit. Ja, bitte. Was ist los? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Warum nicht? Zur Stelle. Ja, endlich. Bewegt euch, Hunde. Ja,
sind auf dem Weg. In Bewegung. Er hat sicher schon einige Bogenschützen umgehauen von Bogen mir. Bogen gespannt. Jawohl. Nicht so hektisch. Was Bogenschützen gibt's? Bereit. Nee, also ich muss wirklich sagen, die Tunnelgräber überzeugen mich nicht. Rücken aus. Muss ich leider wirklich sagen. Also überzeugen tun die mich nicht. Visiere an. Mein Bogen ist euer. Und los, Sire. Unsere Verteidigung ihr kriegt so auf die Fresse. Ja, haben keine was macht ihr da jetzt? Bewegung. Die sind so gut wie tot. Das sollten die eigentlich nicht machen, aber naja gut, wenn ihr schon dabei seid. Wir? Muss das sein? Bereit, eure was ist das denn hier? Und ab ins Loch. Zur Stelle. Und Marsch. Der braucht viel zu lange. Ja. Der braucht viel zu lange. Ehe der fertig ist, ist der Krieg längst vorbei. Achtung! Ja, warum die da voll reinrennen, ich verstehe es nicht. Aber das ist wieder typisch die KI unserer Leute. Die rennen einfach voll rein, scheißegal, passt schon irgendwie. Genau das, was sie nicht machen sollten. Vorwärts! Was wünscht ihr? Sire? Kurzer Prozess. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Allzeit bereit. Zur Stelle. So gut wie tot. Sehr schön, der ist weg. Achtung und los. Sie sind Geschichte. Sire. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Sie greifen keine Betriebe an, das ist ja, gut. Bitte. Die sollen auch Waffen übrig bleiben. Geschultert. Ach, hat er schon einen meiner Leute erwischt. Ladet schön. Nach. Einen meiner Armbrüste. Bereit, was macht der denn da? Kurzer Prozess. Du sollst deinen Leuten helfen und nicht da irgendwie... So gut wie tot. Na endlich. Rein! Die haben nicht warten, Chance. Rein! Was gibt's? Die sind so gut ja, wie tot. Auf wieso Kartümmel. Kommen die nicht rein? Rein mit euch! Achtung und los! Rein ins ja. Getümmel, macht sie platt! Manchmal hilft nur Muskel. Sie sind Geschichte. Na endlich! Was gibt's? Schön, dass es jetzt mal den Gegner so geht, nicht nur mir. Waffen geschultert! Hühnerfutter. Ja. Manchmal hilft mir keine Chance. Was wünscht ihr? Na endlich. Die sind so gut wie tot. Ja, wie gesagt, die Speerkämpfer ist klar, was gibt's? Dass die auf die Fresse kriegen. Das ja. ist nicht sehr überraschend. Im Gegenteil. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wo sind die anderen? Sind die alle schon draufgegangen? Wir stehen, die stehen da! Und machen nichts. Ja, stürzt euch auf die Verteidiger, macht die ja. platt! Die sind so gut wie tot. Bereit, eure Lordschaft. Was die da machen, ist mir auch Platz nicht ganz erschlüssig. Manchmal hilft ja, nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Na endlich. Wir haben keine Chance. Was gibt's? Ja, Herr. Was ja, macht ihr da? So darauf. Darauf. Was wünscht warum ihr steht ihr da rum? Was die stehen auch rum. Weiter. Ja, nicht aufhören. Weiter. Macht Druck. Keine. Ja, weiter. So lass dich zu, dass er nachlädt. Hilft nur Muskelkraft. Jawohl. Platt machen die Sau. Jo, schlag der Schlange den Kopf ab, sagte die Viper. Was gibt's? Der Viper. Lasst nicht zu, dass sie den nächsten Morgen erblicken. Ja. Der Feind ist bezwungen. Nur Muskelkraft. Sehr gut. Was wünscht ihr? Wunderbar. Hunde. Ich bin begeistert, meine Damen und Herren. Ich bin begeistert und auch überrascht. Und Speichern. Achtung! Gut, jetzt kommen wir zu einer Aufgabe, die deutlich schwerer ist. Nämlich den ganzen Kram verteidigen. Das wird nicht einfach. Aber zum Glück haben unsere Leute nicht zu viel platt gemacht. Beziehungsweise im Grunde haben sie gar nichts platt gemacht. Das Einzige, was sie platt gemacht haben, ist das Torhaus. Das bauen wir auch wieder auf. Reparieren.
Reparieren, selbstverständlich. 6 Harnische. Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir haben Gold in der Schatzkammer der Schlange gefunden, Sire. Doch es reicht nicht für das Lösegeld. Wir müssen den Rest des Goldes anderweitig auftreiben. Ja, das ist klar. Und los! Kollege, das war jetzt aber jetzt nicht so überraschend. Sag ich dir, wie es ist. Das haut mich jetzt nicht unbedingt vom Sockel, aber ich sehe gerade was anderes, was mir eher weniger gefällt. Unser Kollege hat völlig vergessen, hier mal auf Getreide zu setzen. Der hat überhaupt keine Getreidefarm gebaut. Der hat wirklich nur Jäger gebaut. Und das ist nicht gut. Eher im Gegenteil, das ist ziemlich schlecht. Aber das werden wir ändern. Deswegen sind wir ja hier. Wir sind gekommen, um zu bleiben, meine Damen und Herren. Und das werden wir auch tun. Das ist ja scheiße gebaut hier. Mach ihn da. Ganz einfach. Wir reißen den Teil der Mauer ein. So. Und dann machen wir es so. Und schon ist das kein Problem mehr. So. Ich hoffe nur halt, dass unser Gegner sich nicht von hinten anschleichen kann, wie er es so gerne tut. So, und dann haben wir schon mal 4 Bäckereien. Das Gebäude sieht ja geil aus. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Nee, das ist logisch. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Das ist die Gerberei, genau. Die wird ihre Arbeit wieder aufnehmen. Ja, es dauert halt jetzt seine Zeit, ne, bis es sich alles erholt. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk liebt euch, my Lord. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen kleinen Vorteil durch die Schlange gekriegt. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, und dann hauen wir noch Attraktionen zu raus. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Tue ich doch gerade, siehst du doch. Das Volk liebt euch, my Lord. Angstfaktor 5. Unsere Schatzkammer leert sich. Steuern. Jawohl, Steuern müssen her. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Hopfen, jawohl. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, dass die Vorräte dahin schwinden, ist klar, aber wir haben noch für 2 Jahre Vorrat. Unsere Schatzkammer leert sich. Noch ist es gut. Aber ich sehe, er hat keine militärische Produktion. Nicht eine. Keine militärische Produktion ist schlecht. Sogar sehr schlecht. Gut, von da wird er wohl wahrscheinlich nicht kommen. Wie gesagt, der Wegweiser ist hier oben. Und Holz dürften wir mehr als genug haben, wenn ich das richtig sehe. Gut, also, wir brauchen auf jeden Fall Pfeilmacher. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Sehe ich. Ich weiß, wieso reißt du die Hütte ab? Weil ich es muss. So. Deswegen mache ich's. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ja, doch, ich hab's verstanden. Danke. Was gibt es da nicht? Es gibt da keine Arbeit, Sire. Ja, danke. Habe ich jetzt auch verstanden. Dankeschön. Soweit war ich auch. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ich weiß, ich weiß. Ganz cool bleiben, mein Freund. Ich speichere das nochmal unter Glück. Die Mühle sollte jetzt hoffentlich auch bald mal die Produktion aufnehmen. Ich baue lieber nochmal hier. Ach, guck mal, wir haben gleich kein Holz mehr. Scheiße, ich habe alles Holz aufgebraucht. Alles Holz, was er hatte, ist weg. Ah, hier ist der Marktplatz.
Was dürfen wir denn überhaupt verkaufen? Fleisch, Alkohol, Brot, Eisen, Stein und Streitkolben. Interessant. Hopfen, nee, Quatsch. Irgendwas ist hier zwischen, was wir nicht bauen dürfen. Einer? Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Wir brauchen mehr. Einer wird nicht ausreichen. Einer ist viel zu wenig. Oh, ich kann kein Holz kaufen. Nein. Wir benötigen Holz. Oh nein. Und jetzt habe ich keine Holzfälle. Das wäre jetzt der Hit. Nee, die sind hier. Oh. Das wär's jetzt gewesen. Ach du Scheiße, das wär's jetzt gewesen. Da baller ich das ganze Holz raus. Ja, kannst gar kein Holz kaufen. Ja, geil. Ach du Scheiße, nein. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Angstfaktor ist aber immer noch okay. Das Volk lässt euch hochleben, euer Gnaden. Ach du Schande. Da baller ich das Holz einfach so raus und wundere mich, wieso wird das nicht mehr? Das Volk huldigt euch, Sire. Ja, Nahrung, aber das wird im Laufe der Zeit auch vorbeigehen. Wir verlieren ein bisschen Gold. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Walburga Langarm. Sebastian Boxbeutler, alles klar. Ich wundere mich, ich denke so, hä, wieso, was ist denn da los? Wieso ist dann, da ist einfach nur ein einziger da, es ist doch viel zu wenig. Ja, und jetzt müssen wir erstmal warten, bis Holzanlagen kommt. Oh, Scheiße, nein. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Holz nicht kaufbar ist in dieser Mission. Ich hab's halt wie immer gemacht. Erstmal drauf losbauen. Und später dann feststellen, ach Scheiße, da war ja nix. Waffen geschultert! Wo seid ihr beide denn? Eure Lordschaft. Ich finde, hier sind viel zu wenig Türme. Hier müsste eigentlich ein Turm mehr hin. Haben wir denn überhaupt noch Stein? Ich gucke lieber vorsichtshalber mal, ob ich noch Stein habe. Ja, habe ich auch noch. Gut. Ich baue den Turm mal so. Zur Stelle! Weil ich denke mal, der wird da auch vonnöten sein. So, und dann können wir da später nochmal... hier nochmal eine Treppe bauen. Genau, passt. Siehste. So, was ist mit euch? Ja, ihr wartet alle, dass Holz kommt. Scheiße. Oh, die warten alle, dass Holz kommt. Der hat nur 4 Holzfäller, ey. Wieso willst du denn mit 4 Holzfällern da mal eben... Muss ich das verstehen? Nein. Gut. Also ich baue und baue und baue und ich wundere mich, ich denke so, hä? Ja, Holz ist einfach nicht da. Aber immerhin, wir haben Eisen. Das ist gut. Und das Getreide kommt auch langsam an Laden. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Also das heißt, wir können bald die Jagdhütten abreißen. Dann sind sie nicht mehr erforderlich. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, ja. Euer Gnaden. Du bist ja sehr leicht, was das Meckern angeht. Das wissen wir ja schon. Das ist ja nichts Neues mehr. So. Die Ecke hier müsste ich eigentlich wirklich mal dicht machen hier. Schön genau dann auch, wenn die Herde drin ist. Dann bleibt die nämlich drin. Ah, 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 bin ich clever, oder was? Ah, zack. So. Jetzt kommt niemand mehr hier raus. Bleibt alles schön da drin. Alter, einmal Stein, ne? Ja, ist klar. Das Volk huldigt euch, Sire. Burg ist zu groß. Macht aber nichts. Weil wir brauchen Leute. Wir benötigen Steine. Ich weiß. Kaufen wir mal eben. Von unserem bisschen Geld, das wir noch haben. So. Dann haben wir das nämlich schon mal gesichert. Ich hätte auch eigentlich da oben dicht machen können, aber nee. Das ist mir ein bisschen zu verwundbar da oben.
Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr? Eure Befehle? Hat er Holz abgeliefert? Ja. So, bevor sie sich da alle scharenweise dran bedienen. Haben sie nämlich schon. Holen wir gleich mal die hier vorne direkt Holzfäller. Gerade hier vorne, unbedingt. Ist der Weg nämlich deutlich kürzer. Aber das nächste Holz kommt schon, das ist gut.